Hallo Leute, ja, das ist unsere Welt, das haben wir schon entdeckt. Wir haben hier oben noch die Möglichkeit, Kleinhai-Revier aufzuspüren. Und sonst fehlt uns erstmal nichts. Wir könnten hier gucken, ob es da noch weitergeht. Und natürlich hier sind noch weitere Bereiche. Hier unten muss ja auch noch was sein. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind mal, aber naja, müssen wir schauen. Hier schaut das Logo und dann gehen wir rein ins Spiel. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir reisen mal hierhin. Ist dunkel. Okay, Armbrust. Ist es Abend oder ist es morgen? Das ist die Frage. Vielleicht hätte ich schlafen sollen erst. Aber ich glaube, es wird hell, da. Das sind Alpakas. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht. Da sind Kellerei oder so ähnlich. Mozzarina, Direwolf. Oh ja, jetzt sind sie schon aktiv geworden, die Direwolf. Kriege ich den da so rein? Ich weiß es nicht. Gut, der lebt noch. Und das ganz knapp. Dann klappt das doch bestimmt, oder? Den einen habe ich auch. Gut, das klappt, oder? Ja, der geht da auch rein. Dann haben wir da auch schon ein paar mehr. So, da oben sind diese Flieger. Erstmal gucken wir mal, welche Richtung gehen wir denn jetzt. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen nach da gehen. Dann schauen wir mal, was da so los ist, oder? Aber wir müssen noch ein Gleitschirm fertigen. Tutorial? Wieso ist denn ein Tutorial? Hatten wir das schon immer da? Das ist bestimmt ein Update oder was, ne? Der da oben wäre auch ganz nett, ne, oder? Stark ist das? 14. Okay, kein Problem eigentlich. Da ist eine Kiste. Ich weiß nicht, was das Schwarze hier ist. Ich gehe mal lieber nicht durch, nachher bin ich versunken oder sowas, weil es Moor ist. Goldmünzen, Brot, kleine Palseele. Okay. Technologiepunkt auch erhalten. Ah, wahrscheinlich hier drinnen, ne? Sphäre des Schwertmeisters. Sind wir bereit? Wir sind voll. Wir haben unseren Dingens dabei. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Oh, der kann fliegen. Ah, wir hauen gerade nicht so viel runter, ne? Wir müssen uns mal mehr verstecken, glaube ich. Oh, wo ist er? Ich glaube, wir müssen mal unseren Jungen reinholen gerade. Oh, was war das für ein komisches Ding? Vielleicht macht der besser Schaden, ich weiß es nicht. Unser Piepvogel ist draußen, ja. Shit. Weiß nicht, ob die was bringen. Er friert den auf jeden Fall ein. Das ist schon mal nicht schlecht.
Oh, ich glaube, wir haben keine Munition mehr. Ach, ich muss die andere Armbrust nehmen, ich hält. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, wenn wir sterben, dann war es das. Wir haben ihn besiegt. Zum Glück. Komm du mal wieder zurück und wir sammeln mal das Loot auf, ne? Knochen, Metallbau, antike Bauteile, 4 seltene Organe. Ah, das war's, oder? Ist hier irgendwo eine Kiste oder sowas, die man noch plündern kann? Ich glaube nicht, ne? Ausgang wird da vorne sein. Dungeon verlassen. Ja, wir sind gerade schachmatt, würde ich sagen. Das heißt, wir sind jetzt bestimmt nicht gerade so sinnig, dass wir da den nächsten angreifen. Lass uns gerade gucken. Die Richtung ist gar nicht verkehrt, die wir gerade gehen. Können wir mal gucken. Ah, da gibt es noch ein paar Palseelen, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Eine. Da unten ist ein Melpaka, glaube ich, und da ist noch so ein anderes Viech im Wasser. Kann ich aber jetzt nicht beurteilen, was das ist, oder? Kriege ich das mal auf dem Schirm, was das ist? Bambusklamm, okay. Ein Surfent. Okay, es sind zwei. Da ist das Melpaka. Da drüben ist auf jeden Fall ein grünes Teil. Was sagt die Karte? Ach, hier gibt es gleich den nächsten Endgegner mit Level 30. Ist der da oben drauf? Wir können ja mal gucken gehen. Ich glaube, wenn wir nur den nicht angreifen, dann passiert ja nichts, ne? Was ist das? Was Notizen? Ah, die Notizen wieder, ne? Ja, das kennen wir schon, die Notizen, ne? Das schaffen wir auch nicht, die zu lesen. Da ist auf jeden Fall eine Palseele und da ist der Gegner. So, noch ein bisschen warten. Oh, da ist ein Lager. Ich höre irgendwann... ah, da. Okay. Ja, jetzt die Frage, wo die Banausen wegkamen, ne? Das ist aber kein Ding ins Endgegner, ne? Nee. Und hier ist ein Lager. Gehörten die dazu? Ich weiß es nicht. Wenn, werden wir es gleich rausfinden, ne? Auf jeden Fall ist ein Käfig. Und da sind noch mehr von den Leuten. Oh, Flammenwerfer. Oh, 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 oh. Das ist ja gar nicht so schön, ne? Oh, jetzt greift auch noch mich der Dicke an. Ey, so ein Shit aber auch. Das konnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, ne? Oh, wow, 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 wow. Der ist aber gut. Jetzt habe ich keine Energie mehr, glaube ich, ne? Kann das sein?
Oh, der hat mich erwischt. Kriege ich den gefangen? Ist die Frage, ne? Oh, der war gut gezielt, Junge. Wäre schön, wenn ich dich kriege. Oh, sieht nicht schlecht aus. Jep, ich hab ihn. Ist gegen seine unscheinbar aussehen ziemlich wild. Oh, der mit den Flammenwerfern, der ist natürlich doof, ne? Was war das Rote? Eine Bombe, okay. Und er hat seinen eigenen Mann mitgenommen, habe ich das richtig gesehen? Oh, wer erwischt mich jetzt wieder? Ich weiß nicht, wer da der Feuerschlucker war. Wo ist derjenige, der mich da treffen wollte? Steht bestimmt hier unten irgendwo vor, ne? Kann das sein? Ich sehe nicht, wenn er hier unten sein sollte. Da unten ist ein Wilderer mit. Ach, der ist durch die Welt gefallen. Ah. Das ist natürlich schlecht, ne? Ribuni, Ribuni. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Gewöhnliches Level, aber manchmal kann es sein, dass und dann suchen wir noch so einen Punkt, der uns wieder nach Hause bringt, weil der könnte hier irgendwo sein, denke ich. Da ist ein wilderer Rocky. Mehrere. Sind die auf uns aufmerksam geworden? Noch nicht. Ah, da ist das Lager, okay. Karte. Ich sehe keinen Punkt zum Fliegen. Wäre es interessant, darüber zu fliegen? Ich glaube, das wäre vielleicht gefährlich, weil wir dann da abstürzen, oder? Aber das ist halt, ne, interessant. Jetzt wird es auch noch dunkel, ne? Das ist ganz schlecht, wenn es dunkel wird. Ist da die Statue bzw. der Schnellreisepunkt? Der war doch hier, ne? Ja. Nee, der war nicht hier.
Hier war der Schwertmeister. Das ist doof. Ah, so nachtaktive Viecher auch noch. Das mag ich ja jetzt gerade gar nicht, ne? Da ist die Statue. Dann mal schnell dahin. Obwohl da rechts irgendwo. Ne, das ist das Ding jetzt, okay. Sind die noch hinter mir her? Ja. Weil den da, den würde ich eigentlich gerne haben wollen. Aber die da gehen mir gerade auf den Sack. Wir machen erst hier Schluss. Okay, ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.